Wer Lego kennt, weiß, dass das irgendwie trotzdem merkwürdig aussieht für Lego. Seid mir erneut gegrüßt, meine Nerds und Nerderinnen. Ich habe euch wieder was super Cooles mitgebracht. Eine kleine Info. Wir haben ja am Wochenende diesen Stream gehabt, wo ich den Land Rover gebaut habe von Lego. Das sollte eigentlich mein heutiges Video werden, aber ich musste das jetzt so ein bisschen verschieben, weil, ich weiß nicht, der eine oder andere hat es vielleicht mitgekriegt, es gab jetzt dieses Harry Potter Special auf HBO bzw. Sky oder wie auch immer. Und nachdem wir das jetzt angeschaut haben, habe ich den plötzlichen Drang irgendwie verspürt, dieses Video auszutauschen gegen ein Harry Potter Video. Also, schnell in die Krabbelkiste gekramt. Wer meine Videos kennt, weiß, ich habe ein, zwei Harry Potter Sets und das hier gebaut. Die Nummer 7589, den Angriff auf den Fuchsbau von Lego. Genau. Und ja. Dann habe ich mir gedacht, ich baue das. Also, 1047 Teile haben wir drin. Es gibt 8 Minifiguren, obwohl es eigentlich 11 Figuren sind. Ich zeige euch das gleich. Das ist die Verpackung. Zuerst schauen wir uns das an. Hier ist die Vorderseite. Hier seht ihr den Fuchsbau mit dem Ring of Fire. Genau. Ihr seht hier unten die Figuren. Ja, 9 plus. Okay. Wir haben seitlich... Ihr kennt diese klassischen Lego-Schachteln hier mit Lego Life und so weiter. Hier oben drauf nochmal die Figuren. Auch wie üblich auf Lego-Packungen 1 zu 1 größer, damit man gleich mal weiß, wie groß die Figuren wirklich sind. Ich glaube, das sollte eigentlich jeder wissen mittlerweile. Hier haben wir nochmal eine Seite, wo nochmal auf verschiedenen Sprachen draufsteht, wie das Set heißt. Hier nochmal ein kleines Bildchen. Hier unten, wie üblich, ihr kennt das. Legal Schmafu, Strichcode, grüner Punkt, CE, bla bla. Schön. Dann haben wir noch die Rückseite. Auf der Rückseite gibt es so ein paar Action-Shots quasi. Man sieht so ein paar Räume, man sieht die Figuren, man sieht hier hinten die bösen Todesser. Oder wie ich immer wieder sage, die Todessterne. Vergesst das. Und ja, das ist im Prinzip die Schachtel. Und ihr kennt das, ich stelle das jetzt dorthin. Schau, dass das halbwegs brauchbar ins Bild gesetzt ist. Sieht doch okay aus, oder? Kann man so lassen. Und dann schauen wir uns mal zuerst das Zubehör an. Das wichtigste Zubehör zuerst. Der Ring of Fire. Das sei gesagt, es sind insgesamt, wie ihr seht, 6 Flammenteile. 4 davon sind diese doppelfarbig gegossenen. Die finde ich übrigens mega geil. 2 davon in der Mitte kann man so bewegen. Die sind auf Hinges. Warum auch immer. Wir haben die 2 klassischen Standardflammen. Ihr kennt die. Die gibt es schon 1000 Jahre. Drachenflammen und brennendes Zeug und was auch immer. Ist alles auf einer kleinen netten Platte. Also eine 12x2. Ja. 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 Das ist alles, was wir an Feuer haben. Und dann haben wir Figuren. Mit welchen Figuren fangen wir an? Ich würde sagen, wir fangen mit denen an. Mit den Weasleys. So, wir haben hier. Wir haben Ron. Wir haben Ginny. Entschuldigung. Wir haben Arthur und wir haben Molly. Die sehen so aus von vorne. Eigentlich recht nett. Die einzige Figur, die komplett verhunzt ist, meiner Meinung nach, Genie. Ich probiere mal noch näher ranzukommen, damit ihr das ganze Drama seht. Geht das? Okay, nein. Das ist zu weit vorn. Ja. Die Gesichtsbedruckung von Genie finde ich, naja. Was auch schade ist, kein einziger Fuß oder Kleid oder wie auch immer sind bedruckt. Dazu später noch ein bisschen mehr. Auf der Rückseite haben wir natürlich, wie immer, Wendegesichter. Fröhliche Familie. Unfröhliche Familie. Jo. Wie gesagt. Eigentlich schade. Ein bisschen schade, dass die nicht besser bedruckt sind. Also wie gesagt,
Die Füße finde ich wirklich schade. Chini ist leider ein absoluter Totalausfall, würde ich behaupten. Zauberstäbe, naja, ihr kennt das eh bei Lego. Jeder Zauberstab ist identisch, nur andere Farbe. Also von denen. Der Rest ist eigentlich nett. So, das waren die Weasleys. Und dann haben wir noch ein paar. Wir haben Nymphadoratons, also Doratons. Dazu auch noch gleich was. Das ist nicht. Wir haben Bellatrix Lestrange. Wir haben Fenrir Greyback und wir haben natürlich den haarigen Potter. Das gleiche. Alle Oberkörper schön bedruckt und interessanterweise ist unser Kollege Werwolf der einzige mit bedruckten Beinen. Warum auch immer. Die Rückseite, da kann ich auch gleich wieder die Haare abnehmen. Ich finde die Haare von Bellatrix übrigens mega. Und ich finde auch, dass der Kollege Werwolf, also Fenrir, einer der schönsten von diesen Figuren ist. Die Harry Potter Figur ist jetzt nichts wirklich Spannendes, weil, naja, ich glaube mittlerweile hat jeder 250 von denen. Auf der Rückseite das gleiche. Es ist alles halbwegs brauchbar bedruckt. Das Kleid und so wird leider nirgends bedruckt. Wir haben hier auch wieder die Wendegesichter. Die gefallen mir eigentlich auch recht gut. Und ich muss echt sagen, also Fenrir mit diesem toten kalten Augen, finde ich schon schön. Und die Frisur von Bellatrix finde ich mega. Ich knall das da schnell wieder rauf. Und dann geht es auch schon wieder weiter. So, setz deine Haare wieder auf, Junge. Wir wollen ja nicht, dass du dir den Tod holst ohne Haare. Tod holen. Zum Thema Dora Tonks. Ihr kennt das aus dem Film. Die Kollegin kann sich so ein bisschen verwandeln und so, ne? Dass Lego sich dazu entschieden hat, hier einfach nur braune Haare drauf zu knallen. Keine Schweinsnase, keine pinken Punkhaare oder was auch immer. Meiner Meinung nach eine vergebene Chance. Finde ich irgendwie schade. Hätte man so ein bisschen was machen können damit, ne? Genau, das war das Zubehör. Ich schiebe das jetzt mal auf die Seite. Geile Geräusche, oder? Und dann holen wir uns den Luchsbau. Natürlich Fuchsbau. Und auf dem Fuchsbau drauf gibt es noch im Prinzip zwei Figuren, die ich euch zeigen möchte. Wir haben hier zwei Eulen, logisch. Eine davon ist Errol. Das ist die klassische braune, also die Farbe ist egal, aber die klassische Lego-Eule mit den angelegten Flügeln und so. Ich glaube, die kennt auch jeder. Und unser Kollege Hedwig, also Hedwigerin, wieder mit den ausgestreckten Flügeln. Auch nichts wirklich Spezielles. Die Figuren kennt man mittlerweile ja auch schon. Ich knall die da schnell wieder zurück rauf. So, die sollen ruhig da oben rumstehen. Und ein kleines Highlight in dem Set, zumindest zu dem Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Sets, war das Oink Oink. Das kleine Schweinchen war in diesem Set tatsächlich eine neue Figur. Und es ist super knuffig, guckt das euch an. Mit seinen kalten, toten Augen. Darf ich Mama zu dir sagen? Ja. Finde ich super. Kann da wieder rein. So. Nein, Schweinchen wehrt sich. Moment, gebt mir eine Sekunde. So. Sitzt, wackelt und hat Luft. Okay. Dann mal zu dem Gebäude. Zuerst mal eine kurze Übersicht. Das ist das Haus. Und nein, meine Kamera hat keinen Knick in der Optik. Der Teil ist tatsächlich schief gebaut. Wer die Filme kennt, weiß das. Wer Lego kennt, weiß, dass das irgendwie trotzdem merkwürdig aussieht. Für Lego. Oder für Klemmbausteine generell. Aber, so. Ich zeige euch das kurz. Die Vorderseite. Wir haben hier ein Schweinchen. Obwohl, eigentlich ist es nicht die Vorderseite. Es ist die Schweinchenseite. Wir haben ein Schweinchen in einem kleinen Gehege. Wir haben jede Menge Dachziegel. Wir haben ein paar Mauersteine, wir haben eine schräge Wand und wir haben ein Dach mit einem Kamin. Dann haben wir die Vorderseite. So,
Auf der Vorderseite haben wir den Eingangsbereich. Wir haben wieder aufgebaut. Mauersteine, Fenster, Kamin. Ist immer noch der gleiche Kamin. Ihr werdet das nicht glauben. Und auf der Rückseite oder auf der anderen Seite haben wir alles, was offen ist. Also das Spielfeature für Kinder, das Puppenhaus. Und wir haben nichts. So, Wände und ein Drehrad. Dieses Drehrad macht etwas. Was das genau macht, kann ich euch jetzt gleich zeigen. Wir haben hier drin, Moment, die Möglichkeit, den Teil wegzuklappen. Und, wo war der andere? Oh, ich habe es gestern gebaut, ich vergesse alles. Wir haben auch die Möglichkeit, diesen Teil wegzuklappen. So, seht ihr das? Also wir klappen quasi das Wohnzimmer weg mit dieser schnuckligen orangen Couch. Was haben wir denn noch so drin? Ja, ein paar Flaschen und so. Hier haben wir das Esszimmer mit dem Tisch. Ihr kennt das, Tischlein deck dich. Kekse oder Waffeln in dem Fall, Eier, wir haben Getränke, wir haben Stühle, wir haben die Küche. Leider ohne selbstreinigende Pfanne. Hier mit dem Waschbecken. Ich zeige euch das gleich nochmal im Detail. Moment. Ich klappe das hier hin wieder zu. Der Teil hier, der zum Zu- und Aufklappen ist, den kann man nämlich sogar so einhaken. Seht ihr? Der Teil leider nicht. Schade. So, Moment. Ich heb das mal hoch. Ich probiere es zumindest. Boah. So, jetzt seht ihr das recht gut mit dem Tisch und so, ne? Genau, hier sind die Eier und so weiter, hier haben wir Pflanzen, hier drüben, hier auf der Seite ist die Küche, da hinten ist diese Uhr. Und falls ihr 100 Jahre, ihr kennt mich, ich verklebe keine Aufkleber. Ist zwar in dem Set jetzt tatsächlich schade, weil zum Beispiel die Uhr mit dem Anzeigen von wo sind meine Familienmitglieder. Ja, natürlich wäre es schöner gewesen, aber ich weigere mich Aufkleber zu verkleben. Erstens weiß ich nie, welche Sets davon ich behalten möchte. Und das soll jeder im Prinzip zu der Geschichte kommen und sagen können, okay, ich mache das selbst oder auch nicht. So, genau, hier ist die Küche und das ganze Zeug, hier geht es dann hinter. Das Problem ist, wie man hier schon sieht, das Raumangebot ist nicht gerade sehr üppig. Ne? Da ist die Uhr, da ist ein Bücherregal, auf der Rückseite ist der Kamin, den zeige ich euch auch gleich noch, mit einer durchgehenden Technikachse, sieht man. Hier hinten drin, das Graue, das ist für das Rad. Die ist leider nicht verbaut worden, also die sieht man immer. Irgendwie schade. Und dann kommen wir zu der Rückseite. Ich klappe das jetzt wieder auf. So. Da muss man ein bisschen aufpassen, das hängt so von der Hingeplate hier hinten, der Küchenbereich. So, hier ist der Kamin. Da kommen wir jetzt auch zu diesem Rad. Ihr kennt das, normales Feuer oder Flohpulverfeuer, wo man von Kamin zu Kamin reißen kann. Ne? Genau, kann man so ein bisschen drehen und dann ist das gut. Schön. So, hier haben wir noch ein bisschen Feuerholz, Bücherregal und hier haben wir quasi noch so die Chill-Out-Area mit der orangen Couch. Finde ich eigentlich recht nett, auch mit diesen Kerzen und so. Ist schon okay. Dann muss ich das abstellen, weil sonst hackt das nicht mehr ein. Naja. Dann gehen wir weiter nach oben. Zimmer Nummer 1, hier. Ich muss das echt so hochhalten. Das geht nicht anders. Zimmer Nummer 1 hier, mit schöner pinker Wand und einer türkisen Bürste und einem grünen Bett. Auch da fehlt ein Aufkleber, weil da ist nochmal ein Aufkleber drauf von dem Quidditch-Team. Entschuldigung. Ist natürlich, wir haben hier jetzt Genies Zimmer. Genie! Ja, sieht auch super knuffig aus. Wie gesagt, allzu viele Details sind nicht drin, weil die Zimmer sind eigentlich recht klein. Wir haben das Bett, wir haben den Stuhl, wir haben die Bürste, den Schminktisch und die rosarote Wand mit dem Spiegel, der in meinem Fall auch keinen Aufkleber hat. Jo. Dann oben drüber, über den Hinges, ich zeige euch jetzt die Hinges. Das ist cool. Dadurch, dass das eben so schief stehen kann, das ist auch der einzige Teil, der quasi modular ist. Deswegen nehme ich den ab, weil dann kann ich euch den auch besser zeigen. Das ist das Einzige, was man auf die Schnelle abnehmen kann. Ihr kennt die üblichen Noppentechnik. Steckt man drauf, hält, zieht ab, hält nicht mehr. Wahnsinn. Und hier sieht man das jetzt recht gut. Hier drin
sind die Hinges. Und das hält bombenfest. Hier hinten sind dann nochmal 3 Hinges, die das halten. Es ist wirklich, wirklich cool. Ich schiebe das jetzt mal so ein bisschen, egal, ich lasse es da. So, und hier ist der obere Teil, der im Prinzip gerade wäre, wenn die Hinges nicht wären. Also kein Baufehler oder so, ist einfach so. Soll ja, ja, egal. Und hier haben wir jetzt das nächste Zimmer. In dem Bereich hier. Das ist das Zimmer von Arthur und Molly. Und hier haben wir den Stuhl mit dem Strickzeug. Da werden die klassischen Weasley-Pullover gestrickt, ihr kennt das. Und hier das Bett. Das ist übrigens das größte Bett in dem ganzen Set. Logisch, ist auch ein Ehebett oder ein Doppelbett. Interessanterweise haben sie sich dazu entschieden, in Billund dieses Bett nicht einzubauen, während hier noch nichts drauf ist, sondern man baut im Prinzip zuerst alles und dann irgendwann kommen sie auf die Idee, oh, da sollten wir noch ein Bett reinstellen. Das heißt, man fuddelt da ziemlich drin rum. Ich probiere mal das Bett rauszunehmen. Ich muss euch das unbedingt zeigen. Ich finde, das ist super geil gemacht. Guckt euch das mal an. Hier mit den verschiedenen Farben, mit den Kissen, dann mit diesen Slopes seitlich, die aussehen, als würde quasi die Decke so drüber gehen. Das gefällt mir, auch mit diesen Rahmen hier. Ich vergesse mal, wie die heißen. So. Und genau, und so baut man das dann im Prinzip ein. Es funktioniert natürlich, aber ich verstehe es trotzdem nicht, weil alle anderen Räume baut man so, dass man zuerst den Inhalt baut und dann die Wände. So. Wir haben noch ein letztes Zimmer und ihr werdet ja fragen, was? Wo sind die restlichen Zimmer? Ja. Das letzte Zimmer ist das Zimmer von Ron. Hier. Schön in Orange gehalten. Mit einem kleinen Kästchen, beziehungsweise Treppenaufgang. Und ja, hier das orange Bett. Und das bringt mich jetzt zu dem größten Problem von dem Set. Natürlich, wir kennen das, es gibt eine gewisse Teilanzahl, eine gewisse Größe, einen gewissen Preis, den das Ding haben kann. Also übrigens, die UVP von dem Set war knapp 100 Euro, also... Jo. Die restlichen Räume, die fehlen, werden angedeutet. Wir haben hier quasi... einen angedeuteten Raum. Wir haben hier oben, wo die Eulen sitzen, hinter den Eulen quasi noch einen angedeuteten Raum. Und das war's. Irgendwie. Und das finde ich irgendwie schade. Also man hätte ruhig die restlichen Zimmer noch drauf poppen können. Die paar Teile mehr wären auch schon egal gewesen. Und vielleicht zumindest ein Halbkreis of Fire. Ein Halbring of Fire. Weil, naja. Ich finde... So, jetzt mal unter uns. Das Feuer sieht nicht so bedrohlich aus für das Haus, oder? Hier noch ein paar Figuren. Die Anleitung habe ich noch vergessen. Ich habe mir mittlerweile angewöhnt, Lego-Sets nur noch mit Digitalanleitung zu bauen. Deswegen reiße ich die Anleitungen auch eigentlich nicht mehr wirklich auf. Lego-typisch, ihr kennt die Anleitungen. Da gibt es nicht viel... Spannendes. Wir haben, es gibt noch eine kleine Geschichte, und zwar das Set wurde designt von, ich muss kurz nachlesen, ich vergesse seinen Namen, Wes Allen Talbot. Der Kollege hat unter anderem auch die 10270, also dieses Buchhandlungsset designt. Also eigentlich ein ziemlich cooler Designer. Und ich schaue jetzt kurz mal nach, gib mir eine Sekunde, ich will nur mal ganz kurz wegen der Anleitung rausfinden, da ich, wie gesagt, die Anleitung nicht verwendet habe. Ob ich eine Möglichkeit finde, euch auf die Schnelle zu sagen. Genau. Wir haben in diesem Set, pass auf, wir haben 8 Tüten in diesem Set, wobei 7 nummeriert sind. Die 8. ist mit den Platten. 180 Seiten stark ist die Anleitung und sie hat 261 Bauabschnitte. Jo. Wir haben 20 Aufkleber, wenn die jemand aufkleben möchte. Und ja... Wie gesagt, schaut euch das HBO-Special an. Ich bin ein sehr großer Fan von diesem Special. Es war cool, das Quiz dahinter, also dieses Tournament of Hogwarts-Zeug. Könnt ihr knicken? Das ist schmerzhaftes, amerikanisches, durchgeskriptetes Fernsehen, wo vermutlich kein Quiz-Teilnehmer tatsächlich auch nur eine Ahnung hat von dem, was er da tut, sondern einfach nur abliest. Es war ein bisschen schmerzhaft, wir haben das Ding abgebrochen. Aber die 20-Jahre-Reunion-Geschichte war top. Ja, kann ich nur empfehlen. Zu dem Set. Ich finde das Set okay.
Ihr müsst schauen, wie die Preise zurzeit sind. Das ändert sich ja immer so ein bisschen. Ich finde, es hat irrsinnig Spaß gemacht, das zu bauen. Also dieses hochzubauen. Und ihr kennt das, Lego-typisch. Sets von Lego kann man ziemlich schnell... Ne? Da gibt es nicht viele Überraschungen. Die Figuren, alle okay. Bis auf... Auch klar. Der Ring of Fire... Ja, ist eher ein Penis Ring of Fire von der Größe. Und finde ich schade. So ein paar Dinger mehr wären auch schon egal gewesen. Ne? Und ja, es gibt eine Empfehlung von mir. Ich würde es wieder bauen. War launisch, war spaßig. Und was gibt's noch zu erwähnen? Ach ja, die Klassiker. Ihr wisst, was zu tun ist. Liken, abonnieren, kommentieren. Auf den Social-Plattformen folgen. Liebhaben, kuscheln. Den Merch-Shop besuchen, wo ihr unter anderem so Zeug kriegt wie dieses wunderschöne T-Shirt. Es gibt auch wieder neuen Merch mit dem Aufdruck, ihr kennt das. Mir wurde ja mitgeteilt, dass ich das ein paar Mal sage in Videos. Ich habe keine Ahnung warum. Aber da gibt es jetzt auch wieder neuen Merch. Danke übrigens an alle, die jetzt schon was gekauft haben. Finde ich super. Und ja, es wird bald wieder neue Videos geben. Ihr kennt das. Jeden Montag, jeden Freitag gibt's Videos. Also keine Überraschungen. Ab und zu auch mittwochs, wenn es was Spezielles zum Quatschen gibt. Und ich wünsche euch bis dahin alles Gute, meine Freunde. Habt einen schönen Tag. Lasst euch nicht von Fremden anquatschen. Und Cheerio.